Hallöchen, liebe Leute. Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Ich hatte eigentlich ja behauptet, könnte man quasi sagen, dass ich im nächsten Part die grüne Feuer-Questreihe machen werde. Ja, ich habe bereits angefangen. Ich habe tatsächlich alles geschafft. Huch, wo ist meine EP-Leiste da? Die war gerade weg. Bin jetzt Stufe 90 und bin fast Stufe 91. Hatte tatsächlich Level-Ausrüstung angezogen, da ich gegen den letzten Boss in der grünen Feuer-Questreihe gekämpft habe. Das Problem war gar nicht, dass er zu stark ist und dass ich zu wenig Damage gemacht hätte und. Das Problem ist leider folgendes. Der gute Boss macht einen Zauber, der dich tötet innerhalb von 20 oder 10 Sekunden. Das ist ein Magiezauber. Magiezauber müssen gebannt werden. Du hast zwei Möglichkeiten, diesen Boss zu legen, indem du Magie bannst. Und zwar einmal, wenn du auf Zerstörung bist und deinen Wichtel beschwörst und mit der Grimoire-Opferung den Wichtel opferst, damit du quasi den Wichtel hier beschwörst. Mache ich jetzt einfach mal unseren guten Bugbiss, genau. Opfern wir jetzt und wir kriegen die Fähigkeit unseres Wichtels. Und das ist nämlich Magie versengen. Brennt schädliche Magie aus dem Ziel heraus und entfernt einen schädlichen Zauber von einem Verbündeten. Also machen wir das. Nun würden wir quasi den Magiezauber verlieren und wir können weiter gegen den Boss kämpfen. Das Problem ist, der Magiezauber verschwindet nicht durch diesen Zauber mehr. Das ist irgendwie verbuggt bei mir gewesen. Ich habe den Boss mindestens 20 Mal hintereinander versucht zu machen und immer wieder versucht, Magie zu bannen, auch mit diesen Magiebandtränken und sowas. Hat alles nicht funktioniert. Diese Magie ließ sich nicht bannen. Die zweite Möglichkeit ist gewesen, den Grubenlord, den er beschwört, zu unterwerfen mit Dämonensklave, was auch die Haupteigenschaft dieses Kampfes ist. Das muss man quasi machen, um diesen Kampf überhaupt vernünftig zu bestehen. Aber es funktioniert nicht. Dieser hat nämlich einen Zauber, mit dem er nämlich quasi Magie bannt, nämlich einen Feueratem. Und dieser Feueratem sorgt dafür, dass jegliche schädliche Magieschaden von den Gegnern und Verbündeten entfernt wird. Jede Sekunde irgendwie einer. Klappt auch nicht, weil der Magie Dings, der Magie-Debuff, den man hat, wird einfach nicht mehr dispelled. Der kann nicht mehr dispelled werden. Und dieser Bug fällt halt keinen auf, weil man nicht mehr Level 90 ist, wenn man diesen Bug macht. Weil die meisten Leute, die die grüne Feuerquest-Reihe machen, sind halt Level 110, Level 100, Level 120 und niemand macht ihn mehr mit Level 90, also one-hitted man eigentlich diesen Gegner. Und das war's. Ja, toll. Wenn ich ihn jetzt mit Level 90 machen werde, kann ich ihn natürlich nicht machen, weil ich innerhalb von 10 Sekunden gegen diesen Bosskampf sterbe, weil ich ihn nicht mehr dispellen kann. Bedeutet, der Bosskampf gegen diesen Boss ist leider verbuggt. Können wir also erst machen, wenn wir Stufe 95 sind, 98. Wir machen jetzt einfach weiter mit Dämonologie. Und wir questen einfach weiter. Ja, schade. Ich versuche es am Ende der Pandaria-Kampagne nochmal. Da machen wir nochmal die grüne Feuer-Quest-Reihe zu Ende. Kommt also quasi, die Videos kommen erst ganz am Ende. Deswegen nicht wundern, diese wurden schon aufgenommen. Bis zum Boss habe ich alle schon aufgenommen. Aber leider kann es nicht rauskommen, weil es halt nicht geht. Weil ich den Boss nicht schaffe. Deswegen versuche ich, wenn ich Stufe 92 bin, diesen Boss noch einfach mal zu machen. So. Nun sind wir im Tal der vier Winde. Und wir müssen tatsächlich an einen ganz bestimmten Ort. Die verhüllte Treppe im Nebel. Von dieser Treppe geht es in den Kunlai-Gipfel. Ist die hier überhaupt? Nee, die ist hin. Mit Chatling auf den Fersen. Ich habe gerade seit 2 Monaten
das Problem, dass ich seit ungefähr einem Monat oder anderthalb Monaten Abonnenten verliere. Das allererste Mal, seitdem ich auf YouTube bin, verliere ich Abonnenten. Zwar nur so 5 oder sowas, aber 5 pro Monat verliere ich momentan. Zwei Dinge. Es liegt an zwei Dingen. Einmal natürlich, dass viele Leute jetzt kein WoW mehr spielen. Viele Leute mögen wahrscheinlich auch das Let's Play und die Let's Plays, die ich mache, vielleicht im Kommentierstil auch nicht mehr so, weil ich ja dann doch eher ein bisschen Slow-Pace-YouTuber bin und alles ein bisschen ruhiger mache, mir alles besonders angucke, darüber rede und heutzutage, ich habe jetzt einen Lemon-Hund, heutzutage alle nur schnell die Geschichte haben wollen, schnell, schnell, schnell. Auch meine Lore-Talks und sowas, die sind nicht so wie Craft zum Beispiel. Craft macht die alle immer richtig schnell hintereinander weg. Nicht so lange Lore-Talks und nicht so ausführlich, wie ich sie tue, wie ich sie gerne habe. Ich verliere mich in Details und ich mache die immer richtig lange und ausführlich und habe dafür alle Leute richtig und versuche die auch lore-mäßig akkurat zu machen und nichts auszulassen, jeden Namen, also jeden Charakter beim Namen zu nennen und jeden Charakter die Zeit einzuräumen, die ihn da gebührt, aber die meisten Leute mögen das auch gar nicht. Die wollen einfach schnell die Geschichte haben, egal ob es so, wie ich es erzähle, richtig ist oder falsch ist. Schade. Und das zweite ist, dass YouTubes Algorithmus heutzutage so ist, dass YouTuber, die ein bisschen kleiner sind und die nicht so viele Ausrüstung, die nicht so viele Abonnenten haben, nicht so viele Aufrufzahlen, einfach nicht mehr den Leuten angezeigt werden. Nicht mehr unter empfohlene Videos bin ich zu sehen und ich bin auch nicht mehr von den Leuten, die mich abonniert haben, oft nicht mal in der Abo-Box zu sehen. Weil YouTubes Algorithmus es nun so macht, dass die Leute, die halt wenig Klicks haben, einfach nur noch wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das hat man zum Beispiel an Gronkh gesehen. Obwohl Gronkh halt auch ein größerer oder der größte YouTuber Deutschlands ist, ich weiß nicht mehr, ob er das überhaupt noch ist, ist das Problem, dass er quasi Kanäle, also beziehungsweise Let's Plays hat, wie zum Beispiel Red Dead Redemption 2 und Assassin's Creed Odyssey, was ja viele, viele Leute Let's Playen und viele, viele Leute auch wahrscheinlich dann nicht bei Gronkh gucken, weil er dann auch so ein bisschen langsamer ist, so ein bisschen Slow-Pace-mäßiger ist und. Und weniger Leute gucken es. Deswegen bedeutet es, dass viele Abonnenten von ihm, die Videos gar nicht mehr in den Abo-Feeds hatten und seine Videos nicht mehr empfohlen wurden. Total merkwürdig, was YouTube da gerade tut. Das ist quasi der Tod des kleinen YouTubers leider. Naja, ich werde weiterhin Videos machen. Ich mache das ja auch gar nicht mal so um den Wachstumswillen, sondern eher, weil es euch gefällt und weil ich immer sehr viele nette Kommentare bekomme und. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, was ich gerade erzähle alles. Warum ihr zum Beispiel kein WoW mehr spielt, warum ihr nicht mehr so viele Let's Plays guckt. Ich kann auch verstehen, ich selbst gucke halt fast nur noch die Rocket Beans und Gronkh, weil ich arbeiten muss und ich kann auch nicht mehr so viel zocken, weil ich arbeiten muss. Ich arbeite zwar nur 80%, trotzdem, wenn ich von der Arbeit komme, dann gucke ich mir eher was bei Netflix an oder spiele ein bisschen Red Dead Redemption und gehe dann wieder schlafen, um wieder arbeiten zu können. Tja, gut. Seid gegrüßt. Okay, muss ein bisschen leiser machen. Dieser Pfad führt zum Kolai-Gipfel. Viele Glück denen, die ihn bestreiten und Handel mit den Grummel treiben wollen. Eure Füße gute Pfade finden. Sehr gerne. Ein Grummel. Waren Grummel nicht eigentlich Trocks, die nah an den Teichen der ewigen Blüten lebten und so dann quasi zu Grummel wurden? Oh, hallo. Lehrerin, Sucherin, Chuchun. Was? Ihr seid von jenseits des Nebels? Was sind dies noch für verrückte Zeiten? Ich muss mich hier einen Augenblick ausruhen. Die Stufen zu steigen ist ganz schön anstrengend, egal ob hoch oder runter. Eine sichere Reise. Die verhüllte Treppe windet sich wie eine Schlange zwischen den fruchtbaren Tieflanden des Tals der vier Winde und den weiten Steppen des Kunlai. Und ist ein wahres Wunder Pandarias. Sie wurde während der dritten Mogu-Dynastie von pandarischen Sklaven in Handarbeit gemeißelt. Unserem Wissen nach bedeutet dies, dass die Treppe mehr als 12.000 Jahre alt ist. Die Grummel glauben, dass es Wandernden Glück bringt, wenn sie während des Aufstiegs die Stufen zählen. Das mag vielleicht stimmen, doch herrscht keine Einigkeit über die tatsächliche Anzahl an Stufen. Wie viele könnt ihr zählen? Ist mir egal. Die sind sowieso jetzt komplett alle ein bisschen abgetragen.
Wir sind nun schon relativ weit gekommen. Also sind immer noch nicht hoch oben. Sie ist in den Berg gemeißelt. Nebel zieht auf. Ich bin schon fast über den Wolken. Die weiten Gehöfte Pandarias. Schattlingtunnel. Und dort hinten sieht man noch die Ausschweifungen hinten im Nebel. Die Wipfel des Krasarangwaldes. Noch mehr pandarische Wanderer. Händler aus dem Tal. Welche Weisheit sucht Fast geschafft. Ihr? Auf mich wartet ein kühler Becher. Erleichterung in der Taverne im Nebel. Ich kann sie schon fast schmecken. Möge der rote Kranich für immer in eurem Herzen wohnen. Berichtet mir von euren Weiter, Reisen. Weiter. Ihr habt es fast geschafft. Das hier ist das dritte Mal, dass ich den Pass überquere. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass es einfacher wird. Auf dem... Ist der gerade übers Feuer gelaufen? Fucking shit. Mönch. Waschbär. Da, Beuteldachse. Crash Bandicoot. In Blau. Auf der Spitze befindet sich eine wundervolle Taverne namens Taverne im Nebel. Haltet jedoch die Waffen griffbereit. Ihr werdet auf alle möglichen Gestalten treffen. Lebt wohl. Wenn die Pandaren das bereits sagen. Eine Ziege. Sie mögen wohl keine Besucher. Da ist die Taverne im Nebel. Und dort hinten ist Halbhügel. Das Herz des Tals der vier Winde. Händler von nah und fern kommen in diesen Ort, um Waren zu treiben. Und Köche haben dort ihre Meisterschaft gelernt. Die Musik ist voll geil. Huch, ein schwebender Hose. Und nun sind wir in der Taverne im Nebel. Ach, ich liebe dieses Asia-Setting. Ich weiß, viele mögen das auch nicht. Kann ich ja verstehen. Es gibt halt Leute, die sowas nicht mögen. Es gibt ja auch viele Leute, die andere Sachen nicht mögen. Ist ja natürlich alles unterschiedlich, wer was mag. Aber ich mag dieses Asia-Feeling. Ich liebe diese Architektur. Und ich liebe auch, ich weiß nicht, Chihiros Reise ins Zauberland habe ich als Kind immer geguckt und es erinnert mich alles so stark daran, diese ganzen Tavernen. Der schwarze Prinz, Furorion. Da klingelt etwas bei mir. Dieser Krieg könnte Azeroth zerreißen. Willkommen, Hexenmeisterin. Meine Kontakte überall in Pandaria berichten mir, dass ihr ziemlich fleißig wart. Ich bewundere Sterbliche mit eurer Initiative. Die Geschichte befindet sich an einem Wendepunkt. Wenn ihr bereit seid, das Schicksal gemeinsam mit mir zu konfrontieren, versichere ich euch, dass ihr für eure Anstrengungen reich belohnt werdet. Wer seid ihr? Ich habe den Namen Furorion gewählt. Soweit ich weiß, bin ich der letzte schwarze Drache. Mein Vater war Todesschwinger, der Aspekt des Todes, der Zerstörer. Ich hoffe jedoch, dass ihr mir das nicht übel nehmt. Ich habe nichts übrig für meinen Vater, dessen Verderb mein Volk zerstört hat, oder für den roten Drachenschwarm, der mein Ei gestohlen und damit experimentiert hat, um mich zu erschaffen. Sagen wir einfach, ich bin ungebunden und immer auf der Suche nach gleichgesinnten Helden. Wartet einen Moment. Ihr seid der schwarze Prinz Furorion. Die roten Drachen haben an euch experimentiert. Ich kenne euch. Ihr wart das Ei. Im Ödland. Wir haben euch vor eurem Vater gerettet und von den roten Drachen. Die rote Drachen ist wegen euch gestorben. Tatsächlich haben wir die Questreihe gemacht, Leute. Hier im Ödland. Da haben wir nämlich ein Schwarzdrachenei gefunden und es durch die Maschinen der Titanen gereinigt. Und dann war es unverderbt, haben seine Mutter getötet und dann kam Neltharion, also der Todesschwinge,
und wollte ihn zerstören, hat aber nur die roten Drachen zerstört und das Ei, was der rote Drache hatte, wurde in die ins Schattenhochland, hier ins Zinnoberrefugium geschickt, wo es dann geflohen ist tatsächlich. Verrückt. Großmeister des Schwarzkrallen. Sobald ihr den Respekt seiner Majestät des Schwarzen Prinzen erlangt habt, gehört euch auch der meine. Erledigt noch weitere Aufgaben für ihn. Bis dahin verschwindet. Ich habe nichts mit euch. Ich habe euch nichts zu verkaufen. Wollt ihr etwas kaufen? Tong der Schmierer. Braucht ihr eine Pause von euren Feinden? Das ist genau am richtigen Ort und bei der richtigen Person. Genug davon. Kann ich euch helfen? Nein, ich weiß auch nicht, was sich im Inneren befindet. Okay. Auf dann. Der schwarze Prinz hat dieses Gasthaus komplett für sich eingenommen, merke ich gerade. Der Kriegsherr und der Mönch. Ein Buch der Pandaren. Vergessene Schließkassette. 10 Gold. Haben wir jetzt erstmal fett geklaut. Geil. ich gehe weiter. Hosenhändler im Whirlpool. Okay. Mit Anziehsachen tatsächlich. Wo sind die Hosen? Ein Brief. Nicht den Jinju trauen. Sind ein Haufen Knatze. Immer die in die Randokler fiddeln. Haipu. Ein Haipu. Kein Haiku, sondern ein Haipu. Gedichte der Hosen. Dreizeiler. Kunst von Hosen Fu. Greifen, stechen und verfiddeln. Reinbeißen, wiederholen bis gewonnen. Ach, ist das schön. Schön. Ich mag ja eher Reitschuh. Was? Tweak. Ein schlafender Schädling. Der sich anscheinend sehr an Pilzen, Alkohol, Wasserpfeifen und schlechtem Essen vergnüglich tut. Und er hat ein Banjo. Sehr schön. Hier war mal, glaube ich, der Schwarzmarkt. Aber ich glaube, der ist jetzt nicht mehr da. Die Lenzstraße. Hier. Hier war nämlich mal der Schwarzmarkt. Ehemalige Schwarzmarktwache. Nicht so eilig. Madame Goya hat sich entschlossen, ihre Geschäftsaktivitäten in lukrativeren Märkten zu verlagern. Offensichtlich ein kluger Zeitpunkt, eine undankbare Arbeit aufzugeben. Möge der weiße Tiger über euch wachen. Gut. Jetzt wacht er hier über das Lagerhaus. Auch nicht so dankbar. Dort ist der Jadewald, wo wir unser Abenteuer begonnen haben. Da ist das Hosendorf, in das Sully, die Gurke und Amber Cohen, den weißen Bauern und beziehungsweise die Kooperation von Hosen und Horde beobachtet haben. Hier sind wieder Saurock. Wir sollten einen Bogen um sie machen. Eisengesicht der Hassschuppen. Ein weiterer Stamm. Sie haben sich über ganz Pandaria anscheinend verteilt. Ein Mogu-Tempel. In Gold. Keine Ruine. Leng der Flüsterer. Hallo. Ich bin der Wiederbeschaffungsexperte für Madame Goya. Ihr obliegt der Aufsicht der Verkehrsfluss auf diesen Straßen. Und ich habe dafür zu sorgen, dass keine skrupellosen Schurken die Freundschaft von Madame Goya missbrauchen. Okay. Die nächste Runde geht auf mich. Das bedeutet, wir hätten hier eigentlich die Aufgabe, die Saufolge auszuschalten, die anscheinend alles mit Pfeilen spicken, die hier langreiten, und Madame Goya beklaut haben. Madame Goya existiert aber quasi nicht mehr. Deswegen juckt mich das nicht. Oh mein Gott. Heisende Grummel. Ermordet. Und einer von ihnen war der Täter. Cluedo.
Eierschale und Braumeister Boof. Seid gegrüßt! Wir sind an einem gefährlichen Ort. Hier ist die Saurer extrem bösartig und greifen. Viel Glück, alles Kosten der Grumme. Die Kamera ist schon wieder nicht eingestellt. Okay. Was braucht ihr? Was für einen Glücksbringer habt ihr? Da müssen wir für gut sein. Mögen eure Füße gute Pfade finden. Wart ihr schon mal bei einem Braumondfest? Das macht echt Spaß. Ich bereite gerade eine Ladung meines Kunleihammers für die Feierlichkeiten vor. Wollt ihr mich vielleicht in Wien antreffen? Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Die Frühlingsbummler. Wer auf eine Begegnung mit ein paar Saurock verzichten möchte, sollte die uralte Passage nicht zu Fuß bereisen. Ich mache euch ein Angebot. Eierschale und ich wollten gerade flussaufwärts nach Binan aufbrechen. Sollen wir euch mitnehmen? Möge der weiße Tiger über euch wachen. Sehr gerne. Und hinein. Wart ihr schon mal am Kunlai? Es ist großartig. Lange ausladende Ackerböden, wunderschöne Berge und absolut nichts, das gefährlich wäre. Hosen greifen Grummel an. Nun ja, es gibt einige Probleme mit den Hosen. Tiger. Ja, und den Tigern. Schatten der Starbucks sind sehr gefährlich und sehr mächtig. Die Speere dienen nur der Abschreckung. Solange wir nicht das Boot verlassen oder ihnen direkt in die Augen schauen oder einem von dem Speer getroffen werden, haben wir nichts zu befürchten. Starbucks sind sehr gefährlich. Das Fass. Es ist sicher. Ich habe euren Freund Lehrensucher Cho und seine seltsamen Begleiter erst vor kurzem diesen Weg hochgeführt. Der Ork hat versucht, mich zu schlagen. Das war abzusehen. Euer Räucherwerk so vor seinem Gesicht herum zu... Oh, Moment, irgendetwas stimmt hier nicht. Sind das Flüchtlinge? Was ist da drüben los? Ich höre Kampfgeräusche. Diese Leute sind Bauern, keine Kämpfer. Sie brauchen vielleicht eure Hilfe. Oh, ich liebe Binan. Ich finde das Dorf wunderschön. Eines der hübschesten Dörfer in Pandaria. Diese orangenen Bäume unter diesem blauen Himmel und diese Laternen und dieses Bergdörfchen. Ich finde es super. Nicht die so Musik eilig. Von Kunlai. Puh, das wäre geschafft. Willkommen in Bis Binan. Bis zum nächsten Mal. Diese Leiermusik. Wir werden uns vielleicht in das Tal der vier Winde zurückziehen müssen. Ich will mein Zuhause hier nicht aufgeben. Seid gegrüßt, Hexmeisterin. Eure Leute sind drinnen. Kann ich euch jedoch erst um einen Gefallen bitten? Berichtet mir von euch. So viele Verletzte, gute Medizin. Unsere Krieger kämpfen um die Yaungol, im Kunlai-Pass im Nordwesten im Zaun zu halten. Nehmt dieses Einreibemittel. Es ist eine starke Medizin, deren Rezepte in meiner Familie von Generation zur nächsten weitergegeben wurde. Benutzt die Dit-Davo-Yo. Zur Heilung von verwundeten Kriegern, wenn ihr keine eigenen Heilkräfte habt, mit die ihr bei ihnen einsetzen könnt. Mögen ich kann die Geister euren Weg segnen. Wer ist da oben? Ein Ork. Hier seid ihr. Admiral Zay. Sally, die Gurke mit Lina. Ich gebe euch euren Zorn. Ist. Und Mischka. General Nasskrum. Schattenmeisterin Kirin. Und Niti Kuppelplopp. Admiral Taylor. So verwundet habe ich euch nicht mehr gesehen seit... Varshir. Kommt wieder auf die Beine, schnell. Ich könnte jetzt alle drei töten. Ich glaube, die Binanana wären mir da nicht freundlich gegenüber. Der Frieden ist wie ein Fluss. Manchmal fließt er über weite Strecken ruhig und gemächlich vor sich hin. Manchmal muss er gegen das Land ankämpfen und sich in Schrummschnellen einen Weg durch den Fels bahnen, um zu seinem Ziel zu gelangen. Ich glaube, wir sind gerade in einem reißenden Ozean. Gut, aber bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns in einem nächsten Part. Bis denn.